Und genau dafür haben wir uns Jennifer Ulrich und August Wittgenstein eingeladen. Guten Morgen. Guten Morgen. Erkältung ist ja euer Thema so im weitesten Sinne. Jennifer, was machst du dagegen? Inhalieren, ehrlich gesagt. Oh ja, das macht auch immer Spaß. Inhalieren, ne? Und viel, ja? Tee trinken. August hat gesagt, nö, ich war in Amerika, da gibt's sowas nicht. Erkältung kommt da nie, ja, vor, ne. Nee, aber im Ernst, dass du, als Schauspieler muss man immer gesund sein, sonst müssen ja alle anderen warten. Leute, so funktioniert das nicht, wenn wir gemeinsam ein Interview führen wollen. Ja? Konzentration. Was machst du? Ich trinke auch viel Tee, ja. Auch. Viel Obst essen, glaube ich. Hilft auch. Oder man nimmt eben nur Rollenangebote in der Wärme an, so wie ihr das gemacht habt. Ihr habt wo genau gedreht, in welcher Wüste? Marokko. Wir haben an den Wanderdünen an der Grenze zu Algerien gedreht. Merzouga nennt sich das. Und da ist natürlich nicht immer nur schön und warm, sondern auch gerne mal der Strom weg? Ja, morgens, wenn man dann so um 3, 4 aufstehen muss, um zum Drehen zu gehen, war auch mal der Strom nicht da, ja. Braucht man ja auch nicht wirklich. Also sucht man irgendwelche Klamotten so, oder? August, ja, entweder vorher rauslegen, ja, den Abend schon vorher, so wie die Mutti das früher gemacht, ja, hat, oder Handy raus und dann mit dem Handy Licht. Aber da gibt es auch viele Tiere, die dann auch mit da übernachten mit euch. Was habt ihr so erlebt? Leute, Konzentration. Also ich habe Gott sei Dank nichts erlebt, aber es gibt ein paar größere Spinnentiere, die da rumlaufen. Und das ist dann unangenehm anscheinend. Aber das Ergebnis, der Film, nämlich der in Sat 1 läuft, Lotte, der kann sich sehen lassen. Wir schauen schon mal rein. Eigentlich sollte es ein schöner Urlaub in Marokko werden. Doch als Lucys Freund David lieber Geschäftstermine im Hotel wahrnimmt, statt etwas mit ihr zu unternehmen, macht sie sich kurzerhand auf den Weg in die angrenzende Wüste. Begleitet wird sie dabei vom Draufgänger Ben. Doch schon kurze Zeit später wird aus dem Ausflug ein Höllentrip. Game over. Und nachdem sie das Auto zurücklassen müssen, geraten sie auch noch in einen Wüstensturm. Am nächsten Morgen sehen sie in der Ferne eine Straße, die sie in die Zivilisation zurückführen kann. Der Weg dorthin scheint aber beschwerlicher als angenommen. Ab dann beginnt ein Wettlauf um Leben und Tod. Wüstenherz, der Trip meines Lebens, gibt's heute Abend um 20.15 Uhr hier in Sat 1. Also ich finde ja, das ist unglaublich viel CGI drauf, oder? Was ist das denn? CGI ist halt diese animierten Sequenzen, die man nachher mit dem Greenscreen oder mit dem Computer sozusagen... Special Effects. Ihr wart gar nicht an der Wand in echt. Doch. Aber wir waren nicht so hoch natürlich, wie vielleicht... Wir waren nicht 500 Meter hoch, sondern nur... Ja, Lotte hat mich darauf hingewiesen, das kann ja wohl gar nicht sein, dass die so hoch sind. Wüstensturm habt ihr nicht nur einmal erlebt, sondern mehrfach. Wie ist das dann? Da kommen ganz viel Sand und Winde auf euch zu. Ja, es ist furchtbar. Also die Hitze ist gar nicht so schlimm. Also die Sandstürme fand ich echt viel anstrengender. Ja, Lotte. Ja. Die sind wirklich, du kannst nichts mehr sehen, du kannst fast nichts mehr hören. Du kriegst die Augen nicht mehr auf, weil dir der Sand die ganze Zeit ins Gesicht bläst und so. Ist echt sehr anstrengend. Und dann eben die Liebesgeschichte noch spielen. Und dann noch, ne? Liebevoll gucken, ja. Ohne Skibrille, ja. Sandkörner hier drin so. Die beiden haben ja erstmal natürlich ein Problem miteinander, das sieht man gleich. Warum mögen die sich nicht von Anfang an? Er sieht super aus, sie auch. Dann das tolle Auto, ja. Also als Junge findet man das ja schon gut. Lucy ist einfach viel organisierter, die ist viel strukturierter als ich und ich bin eher so, komm, jetzt machen wir einfach und deswegen ist er so ein leichter Reibungseffekt am Anfang. Ja, er ist ja so der Draufgänger, weißt du, und ich bin so diejenige, die eigentlich aus einem Umfeld kommt, das so sehr geregelt und kontrolliert ist und so. Und wie langweilig. Ja. Das sagt der August zu mir auch privat. Sag mal, mit Bart haben ja viele bei uns gesagt, finden sie sich richtig schnuckelig, Selbsteinschätzung. Ohne nicht mehr, oder was? Nee, ohne ist ja auch ziemlich gut, oder? So. Ja? Ja, ich rasiere mich sehr ungern, von daher, Bart kommt öfter vor. Ja. Ja. Es ist ja nun so, dass die beiden dann eine Entwicklung durchmachen. Ihr habt ja schon eben diese Effekte, aber im Film sieht das natürlich krass aus. An diesen Hängen da rumklettern, Wüstenstürme. Welche Herausforderungen, hier, das ist natürlich auch richtig krass, welche Herausforderungen müssen die beiden denn da bestehen in der Wüste? Jetzt wäre die Möglichkeit von euch zu antworten. Also, ich dachte, wir gucken auch. Ja, gucken ist auch schön. Ich muss erstmal der Lucy vor allem beibringen, wie man überhaupt ein Auto fährt. Ja, das ist natürlich auch schwierig. Ja. Das war auch, ich meine, du fährst sowieso ungern Auto, oder? Auch, ja, du fährst vor allen Dingen ungern mit mir. Ja, das stimmt. Aber auf den Viechern reiten ist das ja auch schwer, ne? Das macht riesen Spaß. Ja, vor allem hast du vorne einen Berber, der dich zieht. Also es ist nicht so, dass ich selber irgendwie
Ja, die Dromedare fand ich nicht so schlimm. Paragliden fand ich schlimm. Ja, das fand ich so schlimm. Paragliden war nicht so mein Ding. Weil? Weil es mich dann doch mal kurz abgehoben hat beim Drehen und ich dann mal kurz abgestürzt. Im Weltall gelandet kurz. Einfach im Weltall gelandet. Ja. Einfach ich dachte weg. So, ich wechsle zum Set von Gravity. Okay. Oh ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, in einem anderen Film aus Versehen mitspielen. Aus Versehen. Also, wir wollen gleich mal noch weitersprechen, Lotte. Du hast ja noch viele Fragen vorbereitet und schauen uns heute Abend, wenn Sie nämlich gut sehen können, unter Ihrem Fernseher steht es nämlich da schon da unten, heute Abend 20.15 Uhr in Sat.1 den Film mit euch beiden an. Ja. Nehmt den Hund bitte mit raus. Ja. Haben wir eine Leine für Lotte? Ja. Einfach mitnehmen. Und dann Wüstenherz, der Trip meines Lebens. Und wir gucken uns das an heute Abend. Dankeschön, dass ihr hier seid. Danke. Hello, everybody. Good morning. 8 minutes after the 8:38. So, es ist ja so, wenn die Produktion international werden mittlerweile, dann muss man sehr gut Englisch sprechen. Jennifer. Yeah. August. Yep. Haben einen Film auf Englisch gedreht. Da ist man sehr stolz dann schon, oder? Das stimmt. Ja? Ja, es macht Spaß. Es ist mal was anderes. Also ich mag total gerne in Englisch drehen. Mhm. Ich habe auf Englisch schauspielen gelernt, von daher. Ist, man versteht halt nur nichts. Man versteht auch gar nichts. Das ist halt blöd. Nur irgendwelche Worte sagen. Aber es ist halt cool. Ja, es hört sich gut an. Und sich am Ende selbst dann auch noch synchronisiert. Oh ja, ja, das ist immer spannend sowieso schon. Aber ihr denkt, das ist dann schon cool, aber cool ist, wenn ihr euch dann auch in allen anderen Sprachen synchronisiert. Ja, ich würde mich gerne mal in Japanisch oder so. Indisch wäre auch schon. Indisch, ja. Um welchen Film es sich handelt, Ingo tanzt gerade seinen Namen schon wieder, das klären wir gleich, läuft nämlich heute Abend 20.15 in Sat.1. It's the station here. Stay tuned. Gleich. Ja, wir begrüßen ganz herzlich Lotte. Genau, das wollte Lotte sagen. August Wittgenstein und Jennifer Ulrich. Willkommen nochmal bei uns in der Sendung. Hallo. Und wir freuen uns auf den Film heute Abend. Ihr habt ja in der Wüste gedreht und Stürme erlebt beim Drehen. Um wie viele Monate hat sich der ganze Dreh verzögert dadurch? Gefühlte 200. Gefühlte 2 Monate, aber es war kein Tag über Länge. Also es war alles im Lot. Ja. Hat man denn dann beim Spielen wirklich die ganze Zeit Sand im Mund und muss, ich muss erst mal. Ja, vor allem, es klappert auch irgendwann total in den Ohren, weil der Sand fliegt halt wirklich bis tief ins Ohr und dann hast du die ganze Zeit so ein Rasseln auf dem Ohr. Es gibt eine Szene am Ende, wo ich am Boden liege und muss ich meinen Kopf wirklich wegdrehen, weil der Wind so stark, der Sand so stark ins Gesicht gepeitscht hat, dass ich einfach Kopf zur anderen Seite gedreht habe. Ja, man kriegt die Augen auch nicht richtig auf, ne? Man ist irgendwie die ganze Zeit so schlitzäugigchen unterwegs. Aber die Regie hat dann gesagt, das ist genial, wie ihr das anlegt. Das ist immer so ein ganz anderer Ausdruck irgendwie. Ganz realistisch. Ganz realistisch, ja. Es war aber auch eben hart und dann kamen noch diese wilden Tiere ins Spiel, die Dromedare. Die Dromedare? Wir haben da auch einen Ausschnitt. Ein Höcker oder zwei Höcker? Ja, wie viele habt ihr denn gezählt? Ja. Und wie viele waren denn da? Das war eine große Diskussion. Und wie steigt man da auf? Es gibt die Variante, man lehnt eine Leiter an oder spricht mit dem Tier sehr lang. Wie macht man das? Man muss vorne aufs Knie schlagen, dann wissen die eigentlich, dass sie runtergehen müssen. Und wenn sie hoch sollen, dann ziehen die vorne einfach nur. Also du steigst nur auf, wenn sie unten sind. Also oben aufsteigen, könntest du auch mal daneben fallen. Aber streicheln ist schon sehr wichtig. Konnten die ihren Text? Die konnten ihren Text. Ja, August hat auch einen Freund gewonnen, das Dromedar Klaus. Er hat den Klaus getauft. Und durftest du mitnehmen? Hätte ich gedurft, aber wollte ich da nicht. Wo habt ihr das ganz genau gedreht? Außerhalb von Merzouga an der algerisch-marokkanischen Grenze, mitten in der Wüste. So zu Wanderdünen, also echt schön, wenn man aus dem Hotel kommt und direkt irgendwie dieses Panorama hat. Wir sind wieder weg. Da drehen wir morgen, Düne weggewandert. Es wird nach einer Weile monoton. Verändern sich jeden Tag, das ist echt spannend. Also da muss man echt gucken. Da kommt so ein Filmteam aus Deutschland mit ganz vielen Special Effects und so. Und da gibt es natürlich auch Einheimische. Ne? Wie haben die auf euch reagiert? Sehr freundlich eigentlich. Die Marokkaner sind ein unglaublich freundliches, offenes Volk. Mhm. Haben mit dem Fußball geschaut. Waren natürlich alle Barcelona-Fans. Wir waren und in den Drehpausen Fußball gespielt habt ihr vor allen Dingen. Stimmt auch, ja. Und in, der so Wüste. Megafon in der Wüste. Moderiert. Ja. Okay. Ja, sehr spannend. Die waren echt lustig. Aber es war auch echt ein totales Wirrwarr mit den ganzen Sprachen manchmal. Wir haben auch ein bisschen Marokkanisch gelernt sogar. Was spricht man denn da so? Guten Morgen. Also Prost heißt Libi Tibi Du. Das kannst du, ne? Ja, das kann ich, na klar. Wie heißt es? Libi Tibi Du. Ja. Und man macht dann auch immer ganz viele Zeichen so untereinander. Ja, das ist so. Ja. Aber das muss man länger halten. Achso, 20 Sekunden. Es gibt ja so manchmal so Momente dann, wo das schon auch ernst wird. Ne? Also beim Spielen in der Wüste und dann flattert der Wind um euch und dann sind die ganzen Viecher und so. Was ist denn, es geht ja immer auch um Grenzen, die man da eben in der Rolle auch eben
erreicht und überwinden muss. Was ist denn so ein Moment für die beiden, wo es vielleicht gar nicht mehr so klar ist, ob man das schafft oder nicht? Ich glaube, beim Klettern ist, glaube ich, das war das anstrengendste. Auch für uns als Schauspieler war das, glaube ich, der anstrengendste Tag. Echt, uns hat sich die Haut von den Fingern abgepellt. Also alles tat am Ende einfach nur weh. Man schürft sich alles auf. Ja. Und, aber heutzutage macht man ja alles als Schauspieler, ne? Und wenn Arme gebrochen, die heilen ja wieder und so. Das macht ihr alles. Du bist sogar geflogen, ne? Ja, ich musste einen Paraglider aufstellen. Eigentlich nur aufstellen fürs Bild und bin dann aber leider doch ein bisschen abgehoben. Und, dann kam ein bisschen Wind auf und dann... Bin ich leider ein bisschen durch die Luft geflogen und dann auch abgestürzt. Weltallerde Mensch. Weltallerde. Ja. Aber alles gut gegangen. Wir werden es uns heute natürlich anschauen und hoffen, dass die Liebesgeschichte gut ausgeht. Wer weiß. Man weiß es nicht. August und Jennifer. Und das Ganze heute um 20.15 Uhr in Wüstenherz, der Trip meines Lebens.